Tag auch, ich grüße euch zu einem neuen Testvideo, wo es jetzt ein bisschen mysteriös wird. Ich gehe mal kurz hier rüber und greife sie mir in die Hand. Nehme sie in die Hand, eher gesagt. Also sie, die Fanta. What the Fanta? Der Name verrät es. Es heißt jetzt nicht What the F-Anta, sondern es geht um eine Fanta, die ihren Geschmack nicht offenbart. Es wird zwar vielleicht so etwas wie Kiwi oder Waldmeister suggeriert, aber das heißt nicht, dass es da drin ist. Denn hier ist ein Geschmack drin, der quasi offiziell nicht verraten ist. Es kann aber auch eine Kombination von allem sein. Tja, was es sein wird, das werde ich vielleicht gleich schmecken. Ich denke mir, die haben selbst keine Ahnung, die haben einfach irgendwas zusammengemischt. Denn wie ihr vielleicht wisst, gibt es oft irgendwelche Produkte, wo dann draufsteht, schmeckt nach Apfel oder schmeckt nach dieses oder jenes. Und man würde es wahrscheinlich gar nicht schmecken, wenn es nicht draufstehen würde. Deswegen, ich bin gespannt, wirklich, wonach das jetzt schmeckt. Aber wenn man schon so eine Aussage von Coca-Cola, wozu das ja gehört, hört von wegen, ja, es kann auch eine Kombination von verschiedenen Geschmäckern sein, dann bin ich mal wirklich gespannt, ob irgendein Mensch, bevor er wusste, was es dann sein wird, genau das rausgeschmeckt hat. Wahrscheinlich höchstens per Zufall. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe sie nämlich bei Aldi Nord gestern entdeckt und dann muss ich sie einfach mitnehmen, weil sie so schön grün aussieht. Es ist ohne Zucker ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack mit Süßungsmitteln. Okay, hier könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, was da drin steckt. Also eigentlich kann man das scharf stellen. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ich habe sie jetzt hier irgendwie... Ich muss mal kurz ein Glas holen. Ich habe sie jetzt hier im Kühlschrank gehabt. Ist natürlich wichtig bei so einer Fanta, dass man da einen schönen kalten Geschmack hat. Zisch. So, jetzt riechen wir erstmal. Also es hat einen künstlichen Apfelgeruch, wie ich finde. Das ist definitiv irgendwas mit Apfel, glaube ich. Würde ich jetzt sagen, wir werden es dann irgendwann rausfinden, ob ich recht habe. Ich kippe mir jetzt mal was ins Glas. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn ich jetzt die Farbe auch nicht gesehen hätte vorher. Wenn sie es einfach weiß gelassen hätten. Aber dann wäre es wahrscheinlich optisch nicht ansprechend genug gewesen. Es hat was von grüner Apfel, aber ich finde, es hat auch etwas von Ginger Ale. Wenn man die Augen zumacht, dann sind die Sinne mehr aufs Riechen konzentriert. Müsste ich mir vielleicht noch Kopfhörer aufsetzen. Also ich finde, es hat was von Apfel und Ginger Ale, meiner Meinung nach. Ich probiere das jetzt mal. Es ist Apfel und Ginger Ale. Ich schmatze mit Absicht jetzt ein bisschen. Doch, also es schmeckt mir lecker und es ist wirklich ein Getränk, was man definitiv nicht ganz klar sagen kann, wonach es schmeckt. Also es ist nicht ganz klar Apfel und es ist auch nicht ganz klar Ginger Ale. Aber es ist auf jeden Fall nicht sowas wie Kirsche und sowas. Also das ist klar. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Also, ich bin gespannt, ob ich dann recht behalten werde. Ich muss mal nachher noch ein bisschen im Internet suchen, was so andere Leute, die es probiert haben, dazu sagen, wonach es schmecken soll. Vielleicht habt ihr sie schon probiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe sie, wie gesagt, bei Aldi Nord entdeckt für, ich glaube, 90 Cent. 1,25 Liter, glaube ich. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, sie mir zu kaufen, aber weil ich einfach dran vorbeigelaufen bin, habe ich sie dann mitgenommen. Ah, das ist sowas von Ginger Ale, also wirklich, ey. Schmeckt mir sehr gut. Sehr künstlich. Ich finde den Süßstoffgeschmack aber auch nicht zu penetrant. Künstlich im Sinne eher von diesem Aroma. Das ist, muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt hier kein Fruchtsaftgetränk oder sowas. Aber wirklich sehr interessant. Sagt mir zu. Und ich bin sehr gespannt, wie es am Ende aufgelöst wird. Oder was zumindest Coca-Cola sagt, wonach es angeblich schmecken soll. Doch da ist wirklich so ein bisschen Apfel mit bei. Ginger Ale, ich wiederhole mich, ich weiß. Probiert sie gerne mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, wonach dieses Getränk schmeckt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich sage auf jeden Fall lecker und danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.